Hört ihr den Bass? Wenn das Schritte sind von irgendeinem Vieh, ne? Dann krieg ich einen zu viel. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Wir befinden uns wieder im Ladebildschirm von The Evil Within. Diesmal das Kapitel 10, die Werkzeuge des Meisters. Ja, ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und ich denke, das wird gleich wieder mit dem Video starten. Ha! Diesmal nicht. Gucke an. Dann kann ich ja direkt weiterquatschen. Oder auch nicht. Okay, wir müssen... Wir müssen jetzt hier runter. Okay, dramatische Musik. Ja, gut. Jeder Normale würde jetzt wahrscheinlich wieder hochgehen. Wir gehen einfach mal weiter runter. Wie viele hast du getötet, Ruben? Ruben? Meint er etwa Ruvik? Zahlen sind irrelevant. Sie haben bekommen, was sie gegeben haben. Und sie haben einem höheren Ziel gedient. Meine Forschungen vorangebracht. Das war nicht bloß Forschung. Das, was diesen Menschen zugefügt wurde, diese Falle, dieses Ungeziefer, diese Mikroben, sie sind mein und ich verfüge über sie. Mit einem hast du recht. Es war nicht bloß Forschung. Ich bin der Perfektion nah. Das ist abscheulich. Das ist mein Wille. Okay. Okay, hier liegt noch was rum. Ich bin voll. Okay, was zu lesen? Notiz aus Keller im Anwesen. Mir wurden meine Kinder genommen. War es Schicksal? War er es? Doch nicht mein perfekter Sohn. Es war das Feuer. Es hat alles zerstört, alles fortgerissen. Die Kinder haben sich verändert. Und Ernesto auch. Er hat gesagt, er würde sich um sie kümmern, sie beschützen. Aber jetzt sagt er... Sie sind weg. Wie kann das sein? Eine Mutter würde so etwas spüren. Ich höre immer noch die Stimme von meinen süßen Jungs. Sein Lachen. Und immer aus dem Keller. Das kann nicht sein. Eine Mutter braucht ihre Kinder. Okay. Gut. Gucken wir nochmal, ob wir hier vielleicht doch mal ein bisschen was finden. Gucken wir noch ein bisschen was kaputt schlagen. Munitionskiste. Und noch ein bisschen Glibbermatte. Okay, ist die Tür aufgegangen. Das heißt, die Tür ist für uns hier uninteressant. Ach, hier können wir bloß wieder... Wir gucken, wahrscheinlich liegt da wieder ein Tagebuch von uns rum. Spiegel. Okay, ne, hier können wir bloß wieder... was ist denn hier? Nee, ich will nicht in den Spiegel gucken. Wir haben gerade erst begonnen, da brauche ich noch nicht wieder abspeichern, Mensch. So. Musik wird leiser. Munition. Das passt. Ein bisschen nachladen. Okay, da unten scheint es abzugehen. Irgendwie Dampfrohr oder was? Hoffen wir mal, dass es nur da... Das ist... Nee, das sind Fallen hier. Oh mein Gott. Sag ich ja. Oh, ich kann das auch entschärfen, das ist gut. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Und hier geht's rein. Bevor ich jetzt da weitergehe. Oh Gott, schon wieder so eine Kackstatue. Was es mit diesen Statuen auf sich hat, werde ich wahrscheinlich nie erfahren. Null. Was nehmen? Was kann ich nehmen? Ach so, hier. Das ist voll. Da werde ich ja gleich nochmal nachgucken. Schlüssel, sehr geil. Dies
höchstens nicht geladen. Na denn? Nicht. Auch voll. Vorsichtig, so die Puppen, nicht, dass hier noch irgendwo wieder eine Falle ist. Links, rechts, ich geh erstmal hier, hier werde ich ja gelockt durch dieses grüne Serum wieder. Das ist ja drin. Ach, nee, scheiße. Oh mein Gott. Die hören sich aber noch relativ normal lebendig an, als ob die vor Schmerzen schreien. Fuck you. Oh mein Gott. Hier ist eine Falle. Wenn ich den hier dazu bringe, hier durchzurennen, warum sieht er mich nicht? Anlocken. Das wollte ich ja jetzt machen. Scheiße, ich hab Deckung. Ach du Heiliger. Das ist Wahnsinn. Ach du Scheiße. Na geil, mit einer Sichel über dem Kopf. Sehr geil. Okay, er kann sich nicht bücken, um jemanden zu verbrennen. Ich mach das auch immer so. Ich muss aufstehen, um mein Feuer zu, mein Streichholz zu entzünden. Naja, ist ja nicht weiter wichtig. Dann wissen wir jetzt, wie es weitergeht. Okay. So ein Scheiß. Okay, Alarm am besten nicht auslösen. Kacke, auch durch Schüsse. Auch durch Schüsse, na geil. Das ist Wahnsinn. Ja, das wissen wir schon. Und ich werde ihn diesmal nicht verbrennen. Fuck you. Da hat gerade wer auf mich geschossen. Alter. Ich werde hier von allen Seiten beschossen. So, oh Gott. Schrei du ruhig weiter. Wo ist der Scheißschütze? Ich sehe den nicht. Kann ihn einer von euch sehen? Da hinten im Licht. Alles klar, mein Freund. Challenge accepted. Ein Schuss von dir. Gibt er noch, ja. Und nochmal abducken.
Ich glaube, ich habe ihn. Haha, jawohl. Gut, der ist weg. Mein Freund, so läuft das hier aber nicht. Mich abschießen wollen. Da ist noch einer. Nee, doch nicht. Scharfschützen-Moon. Das ist sehr nett. Hätte ihr. Ich hätte da vielleicht auch mal nachladen sollen. Am Ende brauche ich davon ein paar mehr Schuss, als ich denke. Und dann habe ich keine. So. Hier kommen wir hoch. Fuck. Scheiße. Der kommt immer näher. Nee, kommt er nicht. Hallo. Gott. Wie viele rennen denn hier rum? Okay. Boah, das war ja mal wieder knapp. Irgendein Zombie, genau. Was sind das jetzt eigentlich? Diese Untoten, Manipulierten, wie auch immer. Hier glänzt auf jeden Fall was. Aber ich will erstmal zu meinem geheimen Serum. Bis jetzt sind uns ja nicht. Was ist das denn? Ach so, eine Batterie. Diese große tragbare Batterie wird benutzt, um elektrische Ausrüstung bei Stromausfällen zu betreiben. Okay. Bei Stromausfällen. Alter, was ein Ficker. Da sitzt er. So, mein Freund. Wenn das Snipen mal in jedem Spiel so einfach wäre, nicht wahr? Okay, ich sehe von hier oben jetzt nicht direkt noch einen Gegner. Wahrscheinlich wieder ein Stockwerk höher. Aber die Frage ist jetzt, wie zum Teufel kommen wir da hoch? Also rennen wir nochmal zurück. Nochmal alles ein bisschen abchecken hier, ohne dass ich jetzt Schiss haben muss vor uns. Ich mach doch hier irgendwas falsch. Ich muss doch nicht den ganzen Weg wieder zurückgehen. Doch. Oh mein Gott. Und schnell verbrennen, mein Freund. Damit du mir auch ja keinen Schaden mehr machst. Ich probiere jetzt einfach mal hier irgendwo lang zu gehen. Ich muss ja auch noch durch irgendeinen anderen Raum kommen. Gab es ja mehrere Möglichkeiten. Okay,
Okay, ich dachte, er steht wieder auf, deswegen habe ich kurz gewartet, bis die Sichel wieder über meinen Kopf gestriffen ist. Alter Schwede. Hat jemand geschossen? Nee. Tür ist zu. Ich komme hier nirgends lang. Das war's ja dann mit meiner tollen Idee. Scheiße. Ja, nun warte mal, hier komme ich nicht weiter. Oh, okay, doch. Guck dich bloß schneller hin. Okay, ich brauche gar nicht erschießen. Was sieht mich denn hier noch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt hier? Entschärft das Ding noch! Überall Sprengladung. Herrlich. Mag mich jemand wirklich nicht. Das Karussell ist ja mal krank. Anstatt einfach zu schreiben, Besucher unerwünscht. Da ist noch einer. Streichhölzer auch gut. Das Motor. Oh fuck. Munition alle? Oh, leck mich. Meine Fresse. Jetzt habe ich dafür keine Munition mehr. Ja, ja, du weißt ganz genau, dass ich das Ding haben möchte. So, hier ist Munition. Immer nur so Werkzeugscheiße. Ich will ja auch nicht immer dauernd mit dem Bolzen schießen, auch wenn die bei Bossen immer viel ausrichten. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass hier Bosse kommen, oder? Cool. Und ich dachte jetzt, da kommt irgendein böser Gegner rein. Glück nicht. Die Sichel ist immer noch aktiv. Oh, fuck. Schnell rein da drüben. Los, los. Sehr gut. Ich würde jetzt gerne singen Freiheit, aber ich glaube, ich werde mir erstmal eine Spritze setzen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wir da reinkommen? Wahrscheinlich auch wieder nicht. Nein. Okay, ich möchte mich irren. Waren wir hier nicht schon? Ne, waren wir nicht. Zwei Mumpeln,
mit euch los? Ihr seid tot. Und von was? Oh mein Gott. Was war das da gerade? Oh mein Gott. Könnte die jetzt verbrennen, aber wie gesagt, ich weiß nicht, was es mir bringt. Wo ist der Typ hin? Ah, das ist doch wieder bestimmt irgendein fucking Boss. Und so ein obermutiertes Dreckvieh. Kontrollpunkt. Oh, super. Eine Falle! Zeug. Also wenn ich jetzt MacGyver wäre, könnte ich mir definitiv eine Rakete bauen, die mich hier schleunigst rausbringt. Aber ich bin nicht MacGyver. Spritze. Warum geht das Ding auf? Warum ist da eine Tür? Ich gehe erst durch die Tür. Das hört sich schlecht an. Das hört sich schlecht an. Fuck. Zielgenauigkeit noch größer, besser Skill ist doch nicht normal. Oh mein Gott. Ist ja ausgesperrt? Ich möchte jetzt erstmal sehen, wo lang das hier geht hier. Ich bin zu schwach. Fuck. Der Typ hat wieder eine Knarre. Ein Schuss noch. Auf den mit der Pistole am besten. Da. Fuck. Da kommt immer mehr. Alter, ich raste aus. Oh, da liegen meine Einzelteile. So eine Scheiße. Dabei müsste ich das doch eigentlich mittlerweile langsam mal locker hinbekommen. Okay, ich nehme jetzt erstmal die Spritze wieder. Okay, was uns da hinten gleich erwartet, weiß ich ja. Ist das kaputt wieder? Schnell, 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 schnell. Meine Güte, los, los, los. Muss ich hier drücken? Habe ich da was falsch gemacht? Nee. Ich bin einfach zu schwach. Einfach mal ein paar Tage ins Fitnessstudio gehen, mein Freund. Dann klappt das auch. Oh mein Gott, das ist eine Granate. Munition alle? Fuck. Leckt mich doch am Arsch. Ich hätte auch alle sammeln können und eine Granate reinschmeißen, aber die Granaten fliegen hier so behindert.
Ja, tritt euch. Alter Typ, ehrlich. Tritt er da 10 Mal rum? Ja, hier ist die Bombe wieder. Bam. Und ab geht's. Nochmal so eine Kackbatterie. Ja, ich gehe ja schon. Auch wieder fast verdrückt. Ich will nicht die Flasche, ey. Da war doch hier irgendwo... Hm? Warte. Das Ding wollte ich. Und die Streichhölzer. Und wo geht's denn noch hin? Oh, guck mal. Das Gute hier an der Sache ist, ich muss hier keinen auf Assassin's Creed machen, wie bei Mordor's Schatten. Weil ich glaube, dann würde ich das Spiel niemals schaffen. Ständigen Schleichen und alle nur töten dürfen, obwohl ohne laut von mir zu geben. Ich glaube, das könnte ich nicht. Was ist denn hier? Rotes Licht? Könnte ich das Ding aufmachen hier? Nee. Das sieht mir irgendwie schon wieder so aus, als ob ich... Ich renne hier wieder in irgendeine Falle. Oh Gott. Über mir. Ich habe was gehört. Was? Munition. Scharfschützenmumpeln. Oh, hier liegt noch mehr rum. Halt, 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 halt. Alles, was ich an Munition kriegen kann, nehme ich mit. Erstmal wieder die Pistole auswählen. Gut. Nur ein Weg, wo es durchgeht. Scheiße. Und direkt wieder eine Falle. Hier ist jemand echt bisschen krank drauf. Was mache ich jetzt Licht an? Ne, jetzt kann ich wahrscheinlich den scheiß Hebel benutzen. Oh ja. Oh ja. Hört ihr den Bass? Wenn das Schritte sind von irgendeinem Vieh, ne? Dann krieg ich einen zu viel. Was mache ich hier nur? Oh. Oh Mann, oh. Wo soll ich lang? Oh, fuck. Nein! Boss, 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 Boss. Oh, fuck. In der Falle. In der Falle sitze ich. In der Falle. Oder auch nicht. Oh, fuck. Wo ist er? Wo ist er?
Er ist eingefroren, ach fuck. R drücken. Ah, ich drücke immer V, ich muss R drücken. Fuck, Alter. Drück die Scheiße. Fuck. Was mache ich denn? Oh Gott. Oh. Das ist schon wieder so eine kacke Falle. Warte mal. Wo will er hin? Wo ist der hin? Ja! Oh Gott! Hier. Oh. Oh Gott. Oh Scheiße. Was jetzt? Die gehen nicht wieder zurück, würde ich mal hoffen. Ach, hier ist eine Treppe, Scheiße, Alter. Munition. Wo ist der Typ? Zeit haben. Munition. Glibberserum. Ab. Wartet jetzt hier auch wieder was? Scheiße. Was ist das für ein Ort? Ich hab keine Ahnung. Der rennt unter uns lang. Scheiße. Da ist so ein scheiß Kartenteil. Ja, Wahnsinn. Das bringt mich jetzt hier nicht weiter. Und jetzt wieder runter. Dann komme ich doch wieder zu dem. Da stand untersuchen, nicht runterspringen. Mann ey. Spritzen. Oh, ehrlich. Oh fuck! Sei tot! Oh fuck! R drücken, Matthias! R drücken! Ich hau alles rauf, was ich hab. Kann ich irgendwas herstellen? Oh nein. Oh, er ist tot. Er ist tot, oder? Oh Gott.
Alter Schwede. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch mehr kommt. Ich mache jetzt schnell Bolzen. Was habe ich jetzt hergestellt? Also, ja, Bolzen wechseln. Ich habe gar keinen hergestellt. Die will ich haben. Die sind gut. Die will ich haben. Und die Elektros sind auch nicht schlecht. Die Kältedinger auch. Bloß die Blenddinger sind scheiße. Bitte lass jetzt hier keinen mehr kommen. Bitte. Was soll ich denn hier lang, Mann? Holz sind voll. Oh Mann. Auch noch Fallen. Die beiden haben mir nicht gereicht gerade, oder was? Da kommt was. Ich hör's. Nee. Das Munition. Scheiße. Oh, ja, das könnte doch wieder eine Falle sein. Wenn ich da jetzt aufmache, kommt gleich irgendwas von hinten. Alter, wie hoch muss ich das denn drehen? Serum. Was war hier noch? Was war denn hier noch? Achso. Oh, das ist aber zu gütig. Da komme ich doch nicht drunter durch. Doch. Raus hier. Bitte lass mich hier einfach nur raus. Ein langer Gang. Heilige Scheiße. Wo bin ich jetzt? Diese Frage werden wir, glaube ich, in der nächsten Folge beantworten. Und dann gucken wir, wo das jetzt hier langsam alles hinführt, wo ich hier verfickt nochmal bin und was der Typ da vorne an der Scheibe rumkrabbelt. Alles klar, ich hoffe, euch hat es auch gefallen bisher. Würde mich freuen, wenn ihr natürlich bei der Fortsetzung, also bei der nächsten Folge, auch wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch was, euer Gernschott.